Hallo, ich bin Ellie Jenyx und das ist meine Squid Game Challenge. Viel Spaß! Vor einigen Wochen habe ich euch ja darum gebeten, mir Sims für eine Community Challenge zu erstellen. Und was daraus geworden ist, das seht ihr in diesem Video. Wir haben nämlich gemeinsam in meinem 10-Stunden-Stream auf Twitch die Kandidaten und Kandidatinnen der Challenge zusammengestellt und das Ganze dann auch direkt gespielt. Ich hoffe übrigens, niemand von euch ist traurig, dass nicht alle Sims dabei sein konnten. Ihr habt mir wirklich sehr viele erstellt und deshalb mussten wir natürlich eine Entscheidung treffen, da nur 8 Sims teilnehmen konnten. Entschieden haben wir das einerseits durch das Zufallsprinzip und andererseits konnte auch der Chat durch Abstimmungen mitentscheiden. Falls du also bei der nächsten Challenge live dabei sein möchtest, vergiss nicht, mir auf Twitch zu folgen. Und falls du Ideen für zukünftige Challenge hast, lass sie mir sehr gerne in den Kommentaren da. Aber jetzt starten wir direkt ins Spiel hinein. Wir haben, die erste, die wir haben, ist Raven, die Unberechenbare. Ich glaube, man sieht es an, sie ist badass und sie weiß, was auf sie zukommt. Und ich glaube, sie glaubt, dass jeder Challenge gewachsen ist. Wie es dann sein wird, werden wir erfahren. Juan, der Hundefreund, ist eigentlich ein ganz, ganz süßer Mensch. Ich glaube, wenn man dann länger mit ihm zu tun hat, merkt man, dass er es auch faustdick hinter den Ohren hat. Dann haben wir Chiara, der Bücherwurm. Sie hat ihr Wissen hauptsächlich zwar aus Büchern, aber wer weiß, vielleicht ist das genug. Dann haben wir da natürlich noch Leona, die Grüblerin. Sie ist eher in ihrem Kopf und denkt immer über alles sehr viel nach. Ob das schlecht oder gut ist, werden wir herausfinden. Gwendolyn, die Sammlerin. Ist eine Einzelgängerin, aber auch eine Kämpferin. Sie ist unberechenbar und wird alles dafür tun, zu gewinnen. Caden hat noch immer keine Ahnung, worum sie eigentlich geht und möchte nur andere Sims zum Techtelmechteln finden. Wir werden sehen, wie weit er es schafft. Cassidy, die Alternative. Sie ist eine Katzenfreundin und auch ein Bücherwurm. Wir werden sehen, wie weit sie es bringt. Und dann haben wir noch Malia, das Genie. Sie versucht alles mit ihrem Gedächtnis zu lösen, jede einzelne Challenge. Und wir werden auch sehen, wie weit sie kommt. Und dann starten wir jetzt. Ich bin sehr gespannt. Es geht los. Chiara steht schon voll auf Caden, den Flirtgott. Wie soll es anders sein? Gut, hier sind wir jetzt. Die erste Challenge ist ja, wer sich als erstes bewegt. Ich werde jetzt mal die Selbstständigkeit dafür zuerst ausstellen und dann später wieder ein. Selbstständigkeit deaktivieren, Selbstständigkeit aus. Dann werden wir alle hierher teleportieren. Komm hierher. Komm hierher. Ich kenne sie übrigens nicht auseinander. Ich hoffe ja auch nicht, sonst komme ich mir blöd vor. Alle fühlen sich glücklich, nur Chiara ist total kokett, weil sie auf Caden steht. Okay, sie muss gehen. Sie möchte nicht teleportiert werden. Ja, eine Periode brauchen wir jetzt nicht. Das ist aber seltsam. Chiara war die Einzige, die ich nicht teleportieren konnte. Willst du etwa jetzt schon ausscheiden? Oh, ich wollte mir die Fähigkeiten auch noch anschauen. Anscheinend haben die viele Fähigkeiten. Okay, Lia hat Level 10 der Geigenfähigkeit und Klavier und Medienproduktion auch maximiert. Hoch, sie ist ja wirklich ein musikalisches Genie. Unsere Leona, die Grüblerin, Fitness Level 10, Malerei, Kreuzstich, Charisma. Unser Juan, der ist überall mittel, außer sportlich ist er eigentlich schon. Raven hat nichts, okay. Chiara hat nichts. Gwendolyn auch nicht, Caden auch nicht. Und Cassidy auch nicht. Okay, also mit denen wurde anscheinend noch nie gespielt. Gut. Ich werde jetzt von allen die Bedürfnisse ganz raufgeben, dass es auch keinen Grund eigentlich gibt, sich zu bewegen. Weil ansonsten würde es ja einen Grund geben, warum sie woanders hingehen. Aber so haben sie dann keinen. Okay, alles ganz rauf. Falls ihr nicht wisst, wie das geht mit dem... Boah, jetzt habe ich den Namen vom Mod vergessen. UI-Cheats-Mod. So. Okay, ich... Erfüllen mal alle. Wir machen das einfach vor jeder Runde, dass wir alles erfüllen. Gut, dann platzieren wir sie hier. Sie stehen alle da. Und jetzt stellen wir Selbstständigkeit vollständig. Gut. Außer Chiara. Wer fehlt? Oh. Die macht mir jetzt schon Probleme. Gut, dann müssen wir die Selbstständigkeit wieder ausstellen. Chiara, was ist mit dir? Aus. Komm da jetzt her und stell dich hin. Gut, jetzt sind sie aber da. Vollständig und Selbstständigkeit deaktivieren aus. Okay, wer bewegt sich als erstes? Wer wird sterben? Es wird spannend. Oh oh.
Gwendolyn? Hat Gwendolyn schon verloren? Okay. Gwendolyn, die Sammlerin, das war's für dich, leider. Du hast gesprochen mit deinen Freunden, die es nicht gibt. Es wird ernst. Die erste geht von uns. Sie wird jetzt sterben. Wie mache ich das? Leben nehmen. Da steht nicht was. Ableben durch Fliegen? Wir haben jetzt Ableben durch Fliegen. Ich habe das noch nie gesehen. Ist das das mit Eco-Living? Oh mein Gott, ist das grausam. Wie geht's? Und sie steht einfach in Kiara drin und der passiert nichts. Oh Gott. Okay. Gwendolyn ist leider von uns gegangen. Sie sind alle noch sehr schockiert. Zumindest Caden ist schockiert. Und Malia. Aber Malia steht auch auf Caden, den Flirtgott. Warum stehen alle auf ihn? Ist auch sehr spannend zu sehen, wer traurig ist und wer nicht. Malia steht aber auch auf den Sensenmann. Okay, alles klar, Malia. Also, Malia ist traurig. Leona ist traurig. Juan ist nicht traurig. Raven ist auch nicht traurig. Kiara auch nicht. Caden ist traurig und Cassidy nicht. Ich finde, da merkt man sehr viel. Also, da lernt man sehr viel über die Sims kennen. Gut. Ich hätte gesagt, wir machen hier irgendwo einen Friedhof. Hier. Oder hier. Hier. Achso, da ist dann die Grundstücksgrenze. Egal. Machen wir hier den Friedhof. Hier. Gwendolyn, die Sammlerin. Inschrift eingravieren. Du wurdest Letzte. Sorry, aber es ist die Wahrheit. Gut, ja, Sensenmann, du kannst wieder gehen. Ich möchte mich eigentlich hier nicht haben. Wir können nicht mit dir interagieren. Alles klar. Gut, das war die erste Runde. Ich habe schon wieder die zweite Runde vergessen, deshalb müssen wir da jetzt nachschauen. Laufbänder. Okay, gut, dann geht es weiter zu den Laufbändern. Bei den Laufbändern ist es so, alle müssen laufen. Wer als erstes nicht mehr kann, der hat leider verloren. Jeder bekommt jetzt sein Laufband. Okay, jeder sollte ein Laufband haben. Ich muss die Selbstständigkeit wieder kurz ausstellen. Und wenn sie dann am Laufband sind, stelle ich sie wieder ein. So mache ich das. Seid ihr alle da? Nein, Caden natürlich nicht. Der ist noch immer traumatisiert, weil jemand gestorben ist. Ach stimmt, Caden hat es ja gar nicht mitbekommen. Der kennt die Challenge ja gar nicht. Der ist ja so, oh, ich will nur Geld verdienen und techtelmechteln. Ja, und er ist ein Bro. Und das sagt uns das Spiel jetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Es sollten alle gleichzeitig beginnen, weil ich die Selbstständigkeit ausgestellt habe. Ich hoffe, die tun das, was ich ihnen sage. Und dann, sobald sie laufen, stelle ich die Selbstständigkeit wieder an. Das funktioniert sehr gut. Sie sind alle tatsächlich gleichzeitig. Gut. Und jetzt stellen wir die Selbstständigkeit wieder an. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird. Malia, das Genie. Leona, die Grüblerin. Juan, der Hundefreund. Raven, die Unberechenbare. Oh, sie reden miteinander. Kiara, der Bücherwurm. Caden, der Flirtgott. Cassidy, die Alternative. Miteinander reden dürfen sie. Da sagen wir nichts dagegen. Was sie nicht dürfen, ist aufhören mit dem Laufen. Bin gespannt, wie lange das dauert. Ist aber umgefallen? Oh Gott. Malia, das Genie, hat schon so ihre Probleme. Das sieht voll spooky aus mit den ganzen Spiegeln rundherum. Malia ist einmal umgefallen, aber sie macht weiter. Ich glaube, das ist in Ordnung. Oh mein Gott, der Sensenmann ist sogar noch hier. Ja, er wartet schon auf seinen Einsatz. Okay, der Sensenmann unterhält sich jetzt über Muffins und ist so, hey, ich kill gleich noch wen von euch. Wen soll ich killen? Okay, Caden weiß jetzt irgendwas über Fisch. Oh, Malia, es tut mir so leid, aber sie möchte ohnehin mit Gwendolyn plaudern. Im Jenseits. Sie weiß, was das bedeutet. Es tut mir leid, Malia. Du wirst jetzt sterben. Und zwar, du wirst jetzt hier erfrieren. Oh nein, die Arme. Malia, das Genie, ist jetzt auch vor uns gegangen. Und jetzt dürfen alle natürlich aufhören und weinen. Sind jetzt schon alle traurig? Nein. Also Raven, die Unberechenbare, Cassidy, die Alternative und Kiara, der Bücherwurm, denen ist es alle komplett egal. Selbst Malia fühlt sich noch gut, obwohl sie gerade erfriert. Okay, das hat sehr lange gedauert. Malia ist jetzt weg. Es tut mir sehr leid. Was ist denn die nächste Runde? Der Raum mit den Spielgeräten. Gut, also hierhin. Also, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sims. Das heißt, es werden jeweils zwei dieses Spiel spielen, dieses Lama-Spiel. Ich vergesse immer, wie es heißt. Weckt das Lama nicht oder so irgendwie? Das funktioniert ja ähnlich wie Jenga. Also, sie müssen so einen Turm bauen und irgendwann fällt er dann zusammen. Und der hat dann verloren. Und ich möchte immer, dass zwei und zwei gegeneinander spielen.
dann verliert jeweils einer und dann spielen die drei noch gegeneinander und wer dann dort verliert, der muss sterben. Gut. Die erste Runde spielen Leona und Juan. Hier hinten spielen Raven und Chiara. Und hier spielen Caden und unsere Cassidy, die jetzt Angst hat zu sterben. Gut. Sind fast alle da? Sind alle da. Sehr gut. Also. Leona, du spielst jetzt hier mit Juan. Spielen mit Juan. Ich mache wieder die Selbstständigkeit aus, sonst nerven die mich nur. Ich weiß es genau. Dann spielen Raven und Chiara hier hinten. Und dann spielt Caden hier mit Cassidy. Ich bin gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das abläuft. Jetzt hört auf zu weinen. Ihr seid doch hier, damit alle anderen sterben. Ihr wollt das doch. Ich hoffe, das steht dann da, wenn sie verloren haben. Oder muss ich dir dann jetzt ganz genau zusehen? Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Oh nein! Cassidy hat verloren. Ich meine, sie spielen jetzt nochmal, aber Cassidy hat verloren. Eindeutig. Also wir merken uns mal, Cassidy hat verloren, außer es steht dann ein Endergebnis. Das weiß ich nicht. Sie haben auch richtig Angst beim Spielen. Also ich glaube, sie wissen schon, was sie erwartet. Wer hat hier verloren? Juan, okay. Hier hat nämlich Cassidy verloren und hier hat Juan verloren. Also nach derzeitigem Stand zumindest. Und hier hat Raven verloren. Also, es treten jetzt gegeneinander an. Und zwar auf diesem Tisch da hinten treten gegeneinander an. Cassidy kommt hierher. Caden nicht. Chiara nicht. Raven kommt hierher oder ist schon da, die kann da bleiben. Juan auch. Und Leona kann hier bleiben. Okay, wow, dieses Hin- und Her-Teleportieren ist echt wild. Also, dann spielen hier miteinander Juan mit Raven und Cassidy. Gut. Die spielen jetzt gegeneinander. Warum sitzt du noch immer da? Du darfst nicht mitspielen. Geh weg! Raven ist tot. Es tut mir leid, Raven. Aber das war's für dich. Arme Raven. Wie wirst du sterben? Hitzschlag? Blitzeinschlag? Okay, sie stirbt jetzt durch einen Blitzschlag. Raven, du stirbst jetzt leider. Oh mein Gott. I'm sorry, das war gerade so laut. Und wie die anderen nämlich weglaufen. Wow. Es ist eine grausame Challenge. Ich habe nie gesagt, dass es keine grausame Challenge ist. Aber man sieht kein Blut. Und deshalb braucht es keine Altersbeschränkung. Ja. Raven ist leider tot. Schade, ich mochte Raven. Es sind eindeutig nur mehr wenige Sims. Wir haben jetzt nämlich unsere Top 5. Wir haben hier Leona, die Grüblerin. Juan, der Hundefreund. Chiara, der Bücherwurm, Caden, der Flirtgott und Cassidy, die Alternative. Die sind noch im Rennen. So, wir haben noch 5. Die Kreativrunde haben wir jetzt. Also bei der Kreativrunde muss jeder der Sims etwas erstellen, ein Bild malen und hier etwas erstellen. Ich glaube, ich werde alle einfach Pferdeskulptur machen lassen. Und was dann insgesamt am wenigsten Wert hat, also am wenigsten Geldwert hat, dieserjenige verliert dann. Gut. Leona, das ist dein Eck. Juan, du bist hier. Unsere Chiara ist hier. Unser Caden hier. Und dann haben wir diesen Platz noch für unsere Cassidy. Und dann Sims, Bill, All Committees. Sehr gut. Jetzt geht's ihnen auch wieder gut. Seid ihr alle da? Was ist mit euch? Jetzt hat Leona auch noch Angst vorm Sterben. Und alle sind hier. Sehr gut. Also, dann beginnen wir mal. Leona, du stellst... Ach, sie kann schon für Ophelia. Ich glaube, sie hat einen Vorteil. Also jeder erstellt eine Pferdeskulptur und jeder malt ein mittelgroßes, klassisches Gemälde. Also, jeder macht eine Pferdeskulptur und ein mittelgroßes, klassisches Gemälde. Gut, Pferdeskulptur und ein... Ja, ich glaube, das wird Leona gewinnen. Also sie wird unter den Gewinnern sein, weil das ist einfach ihrs. Pferdeskulptur und ein mittelgroßes klassisches Gemälde. Chiara ist schon dabei, das zu machen. Dann noch Caden. Ich bin sehr gespannt, wie er abschließt.
Pferdeskulptur und mittelgroßes klassisches Gemälde und dann auch noch natürlich unsere Cassidy. Die Selbstständigkeit habe ich eh ausgemacht, also es kann auch niemand was anderes machen. Ja, dann müsste ich halt nur rechnen können, um das zusammenrechnen. Ob ich das kann, ist die andere Frage, sonst muss ich mir das notieren. Sieht doch schon ganz gut aus, die Pferdeskulptur. Diona, ihr sieht tatsächlich schon noch was aus. Das ist nicht schlecht. Schauen wir mal Cassidy ein bisschen zu. Die unterhalten sich da hinten auch. Also Leona und Juan unterhalten sich. Und Juan spricht auch mit dem Sensenmann. Ich hoffe, er droht ihm nicht. Die mit der Holzbearbeitung gebrachte Zeit hat sich wirklich ausgezahlt. Sieh im Inventar deines Sims nach. Oh. Okay, der Sensenmann verschwindet. Das von Leona ist 40 wert. Das von Juan. Okay, er hat es noch nicht fertig. Das von Chiara ist 20 wert. Das von Caden ist 10 wert. Und das von Cassidy ist 20 wert. Ich finde es echt arg, wie sich das unterscheidet. Also, das hat sich ja wirklich komplett unterschieden. Ist die Selbstständigkeit noch aus? Weil die sind vorher doch herumgegangen. Das möchte ich nicht. Okay, komisch. Ich möchte sie nur stehen. Sie dürfen sich nicht bewegen. Gut, ein paar haben jetzt schon angefangen zu zeichnen. Mhm. Sieht doch ganz gut aus, Leona. Juan ist noch immer bei seiner Pferdeskulptur. Ist schon okay. Er kann sich gut Mühe geben. Das sieht auch sehr gut aus, was Chiara da macht. Caden, wie sieht's bei dir aus? Die machen das gleiche Bild. Und Cassidy, das sieht auch sehr gut aus. Oh, Chiara malt zum ersten Mal. Das könnte also auch nach hinten losgehen. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ich werde übrigens gleich immer den Taschenrechner bei meinem Handy aufmachen und es dann ausrechnen, egal wie einfach die Rechnung ist. Ich möchte es nicht so ausrechnen, weil ich nicht gut rechnen kann. Und wenn ich mich verrechne, ist es mir peinlich. Deshalb rechne ich lieber gleich von Anfang an mit dem Taschenrechner, dann wird es nicht peinlich. Ja, Juan, jetzt kannst du dich aber schon ein bisschen beeilen. Alle anderen sind schon ewig fertig. Okay, seins ist trotzdem schlecht. Obwohl er eine Stunde länger gebraucht hat als alle anderen, ist es schlecht. Okay, sie ist fertig und es ist 719 Simoleons wert. Also ist es insgesamt 759 Simoleons. Ist noch wer fertig? Ja. Unsere Chiara ist auch fertig. Chiara, wie sieht es denn bei dir aus? Chiara, da haben wir hier mal 20 und hier haben wir... Wow, 63. Chiara, das war nicht gut. Chiara hat nur einen Gesamtwert von 83. Das geht besser. Caden, bist du auch fertig? Nein. Caden braucht noch ein bisschen. Cassidy, wie sieht es bei dir aus? Cassidy? Oh, Cassidy ist auch fertig. Gut. Cassidy, hier haben wir auch 20 Simoleons. Und das ist 56 wert. Und Cassidy... Cassidy ist nur 76 insgesamt wert. Okay. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde ihr Bild eigentlich schöner als das von Chiara. Jetzt ist Caden auch fertig. Caden, wie sieht es denn bei dir aus? Also, das ist nur 10 Simoleons wert. Das ist auch gar nichts. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und das ist 64 wert. Caden hat 74. Somit ist Caden derzeit am letzten Platz. Denn Cassidy hat 76. Juan malt noch in aller Ruhe fertig. Seine Sachen dürfen nicht weniger wert sein als 74, sonst ist er leider tot. Also beeil dich mal. Juan, seine Pferdeskulptur ist 10 Simoleons wert. Und das ist wert 153? Wow. Okay. Juan überlebt eindeutig. Caden mit 74 Simoleons. Es tut mir sehr leid. Caden muss leider von uns gehen. Armer Caden, du wirst jetzt von uns gehen. Normalerweise ist auch irgendeins verhungern oder so. Nehmen wir das. Elektroschock. Caden, es tut mir leid. Wir haben jetzt unsere Top 4. Leona. Leona die Grüblerin. Juan der Hundefreund. Chiara der Bücherwurm. Und Cassidy die Alternative sind noch am Leben. Und kämpfen um den Titel. Die Challenge drauf müsste das mit den Fitnessgeräten sein. Ach, das mit dem Klettern, oder? Genau. Genau, da haben wir noch 4 und wir haben 4 Sims. Also, Leona, hier hin. Juan, hier hin. Chiara, hier hin. Und Cassidy, du kommst hier hin.
Hörst du die? Kommst du auch? Ja. Leona, die Grüblerin, klettere hier. Okay, ja gut. Sanfte Steigung erklettern. Das machen wir einfach mal bei jedem. Und hier verliert nicht der, der zuerst aufhört, sondern der, der als erstes runterfällt. Also nach einer Zeit fallen die sind sie einfach so runter. Und der stirbt dann. Das ist die Regel. Okay, los geht's. Sie sind alle am Klettern. Oh oh. Leona struggelt schon. Oh Gott. Und Cassidy struggelt auch. Es ist so dramatisch. Juan? Juan, es ist vorbei. Es tut mir leid. Dann haben wir bald nur noch Frauen, die beim Wettbewerb teilnehmen, denn Juan ist tot. Okay, Leben nehmen. Durch, was machen wir jetzt? Durch Absturz? Ich weiß nicht, was das sein soll. Er steckt jetzt hier in der Kletterwand. Okay. Ja, wir sehen nur mehr seine Beine. Ich hoffe, der Sensenmann kommt daran. Die anderen können in der Zwischenzeit noch klettern. Die vorletzte Runde. Die ist jetzt eben, dass man, also die ist das mit den Teichen. Da kommen dann Haie rein und die Haie werden, und man, also wir füttern dann, jeder muss immer einen Teich füttern und dann irgendwann sollten sie von den Haien gefressen werden. Ich weiß aber nicht, wie oft das funktioniert und ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Kann also sein, dass das ein bisschen lange dauert, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das müssen wir uns dann noch anschauen. Gut, Juan ist jetzt auch tot, wir haben jetzt nur mal Frauen dabei. Wo sind die Teiche? Hier oben. Perfekt, genau. Okay, Leona, du bist wieder mal die Erste. Dann haben wir unsere Chiara. Du kommst hier hin. Und dann Cassidy. Cassidy kommt hier hin. Gut, alle sind da. Und dann wird mal alles befüllt. Und zwar mit Piranhas. Leona, du beginnst. Einfach, weil du beginnen musst. Es tut mir leid. Alles gut. Jetzt macht Chiara weiter. Alles gut. Und jetzt füttert noch Cassidy. Gut. Dann wird Cassidy einmal reinspringen. Dann jetzt mache ich es rückwärts. Spring einmal rein. Schauen wir, ob sie wieder rauskommt. Sieht nicht gut aus tatsächlich. Ich hoffe, sie können überhaupt so sterben. Ich bin mir nicht mal sicher. Okay. Sie ist wieder da. Du machst nichts anderes. Du springst jetzt da rein. Okay, ich muss die Tür absperren. Die rennen mir das uns überall hin. Abschließen für jeden. Gut. Also. Jetzt springt Chiara da rein. Auch sie ist wieder draußen. Und jetzt Leona. Gut. Alle haben es bis jetzt überlebt. Dann startet wieder unsere Leona. Und dann machen wir es jetzt alle mal hungrig. Und sie springt rein. Und dann hungrig und sie springt rein und dann hungrig und sie springt rein. Aber zuerst Leona wieder. Und? Kommst du wieder raus? Ja. Dann ist jetzt aber Cassidy dran. Reinspringen. Cassidy ertrinkt. Oh nein. Oh mein Gott, wie dramatisch kann eigentlich ein Tod in Sims sein? Und Leona und Chiara tun jetzt einfach so, als wären sie traurig. Ich glaub's ihnen nicht. Ich glaube es ihnen absolut nicht. Also, es ist ganz offiziell. Entweder Leona die Grüblerin oder Chiara der Bücherwurm wird als Gewinnerin dieser Challenge hervorgehen. Ja, jetzt wird's ernst. Wir haben nur mehr zwei. Wir haben nur mehr unsere Chiara der Bücherwurm und unsere Leona die Grüblerin. Wer hätte gedacht, dass es so weit kommt, dass genau die beiden überbleiben? Ich glaube, ich nicht. Ich war ja eigentlich Team Raven. Die ging sehr schnell von uns. Juan hat es ein bisschen länger geschafft. Caden, der Flirtgott, war, finde ich, überraschend lange dabei. Genau, jetzt geht es zum Essen des Kugelfisch-Nigiri. Ich finde es sehr spannend, weil sie beides eigentlich sehr, ja, sie sind halt, sie lesen sehr, beide sehr gerne oder grübeln zumindest beide sehr gerne. Das finde ich sehr spannend, dass keiner der Sportlichen gewonnen hat, sondern jemand, der gerne grübelt. Leona hat letztens begonnen, deswegen beginnt jetzt Chiara. Chiara, du wirst jetzt hier ein Gericht nehmen. Und? Wie geht es dir dabei? Also es ist alles von schlechter Qualität. Alles. Geht es dir gut? Wie geht es dir damit, liebe Chiara? Wirst du es überleben oder wirst du es nicht überleben? Das ist die Frage. Stirbt sie? Ich glaube, sie stirbt. Ja, okay. Chiara ist auf dem Weg ins Jenseits, weil sie schlechtes Kugelfisch-Nigiri gegessen hat. Sie stirbt. Das ging schnell.
Das hätte ich mir nicht so schnell erwartet. Das heißt, gewonnen hat unsere Leona, die Grüblerin. Herzlichen Glückwunsch, Leona. Du hast gewonnen. Dann werden wir die Urne nach draußen stellen. Okay, stellen wir die Urne hier ganz nach vorne. Es ist immer ein Zweiter geworden. Wurst Paul 1234. Dein Sim hat gewonnen. Falls du das irgendwann siehst, ich hoffe, du freust dich. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Falls du die Challenge selbst spielen möchtest, blende ich dir hier jetzt rechts oben das Speedbild von Simbo ein. Das Haus dazu findest du nämlich in der Galerie und du findest auch alle Sims in der Galerie. Hierfür musst du einfach nur den Hashtag LJNYX10stundenStream eingeben. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!